did not look like it. It wasn't the barrier. The second building that was hit by the plane has just completely collapsed. The entire building. Ihr wolltet damals über Kuba im Flugzeug sprengen und dann Fidel Castro diesen Coup anhängen. Ich denk dann an den Golfkampf von King in Vietnam. Damals hat ihr beraubt, der man rief von euch an. Ein anderes Unterfangen, das war ziemlich makaber. Eigene Leute geopfert, die Massaker von Pearl Harbor. Ja, diese bösen Japaner, die euch nur dabei halten, endlich mieten in den Zweiten Weltkrieg ein zugleich. Sehr ergreifend, auch für damals irakische Soldaten, die in Krankenhäusern Babys auf den Brutkästen tragen. Es war ein Fake, eine Fälschung, ein PR-Gag von euch. Doch hat das für den Eintritt in den Golfkrieg gereicht. Und da macht ihr's mir leicht mit dem 11. September. Denn an eurem Verhalten hat sich gar nichts geändert. Zwei weitere Länder legt ihr gleichsam in Eisen für den Krieg im Irak mit gefälschten Beweisen. Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Den Terror selber in die Welt gebracht. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Und habt ihr dabei an das Geld gedacht? Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ja, da war im Pentagon dieses 5-Meter-Loch. Ihm gab sich angeblich ne Boeing verkroch. Auf die Frage, wo doch die Turbinen verblieben, war die Antwort, der Aufschlag hat sie pulverisiert. Doch wie eruiert man aus dem Pulver dem gleichen? Einwandfrei Identitäten von über 100 Leichen. Warum zeigen sich keine Wrackteile auf dem Rasen? Verbirgt das FBI, was die Kameras sahen? Warum ist auf den veröffentlichten Kamera-Frames dann kein einziges Mal eine Boeing zu sehen? Und was ist mit dem Erdbeben der Columbia Mist? War typisch im Zusammenhang mit Sprengungen ist. Er ließ noch niemals ein Hoch aus, egal wie stark er brennt. Zusammengefallen wie die drei World Trade Center. Der Stahl hat sich verbogen, ist das nicht stark gelogen? Warum schwebt denn das hoch aus einem freien Fall zu Boden? Ja, das Ding klappt zusammen wie ein Kartenhaus. Und nur Control Demolition und dahinter ja auf. Und was taucht denn eigentlich die 9-11 Commission? Tut sie was außer den Leuten hier die Augen zu wischen, hä? Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Den Terror selber in die Welt gebracht? Oh yeah, ja, ihr hattet doch damals diesen Winkel. Oh yeah, ist so drin, dass ihr da an dieses Ding denkt. Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Und habt ihr dabei an das Geld gedacht? Oh yeah. Habt ihr dafür die eigenen Leute getötet? Oh yeah. Weil ihr das Öl da drüben so dringend benötigt? Circa 2050 ist das Erdölverbrauch. Und ihr seid ja vernünftig und das merkt ihr ja auch. Ja, ihr steht auf dem Schlauch, denn ihr braucht auch so viel. Also geht ihr und saugt aus dem Boden nach Öl. Ja, man kann ihn verstehen, euren drastischen Plan. Denn am Kaspischen Meer liegt doch mehr von dem Kran. Doch man kommt da nicht ran bis zum Ozean. Ist ein Land noch im Weg, ja Afghanistan. Da hausen Taliban, die mal Freunde waren. Doch weil sie böse waren, leider nicht mal heute, Mann. Es müssen Worte fallen. Ja, man will ja gescheit sein und legt den Grundstein für die Erdölpipeline. Ihr bleibt extrem, muss man kurz mal erwähnen. Und nehmt euch doch Öl noch von Saddam Hussein. Doch spätestens jetzt muss man sehen, dass Saddam zu dem Einsturz von Trade doch am wenigsten kann. Doch so fangt ihr ihn an, den gerechten Krieg, weil er euch so die Wahrheit zum Rechten biegt. Und ihr biegt euch in Sicherheit, bis einer fragt: Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Den Terror selber in die Welt gebracht? Oh yeah. Ja, ihr hattet doch damals diesen Winkel. Ist so drin, dass ihr da an dieses Ding denkt. Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Und habt ihr dabei an das Geld gedacht? Oh yeah. Habt ihr dafür die eigenen Leute getötet? Oh yeah. Weil ihr das Öl da drüben so dringend benötigt? Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Den Terror selber in die Welt gebracht? Oh yeah. Ja, ihr hattet doch damals diesen Winkel. Oh yeah. Ist so drin, dass ihr da an dieses Ding denkt. Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Und habt ihr dabei an das Geld gedacht? Oh yeah. Habt ihr dafür die eigenen Leute getötet? Oh yeah. Weil ihr das Öl da drüben so dringend benötigt? Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Habt ihr das vielleicht, vielleicht? This morning, a plane crashed into one of the towers of the World Trade Center in Lower Manhattan. It was a plane that had a blue logo on the front, and it did not look like it was in this area. The second building that was hit by the plane has just completely collapsed. The entire building. Ihr wolltet damals über Kuba ein Flugzeug sprengen und dann Fidel Castro diesen Coup anhängen. Ich denk dann an den Golfkampf von King in Vietnam. Damals hat ihr beraubt, der man rief von euch an. Ein anderes Unterfangen, das war ziemlich makaber. Eigene Leute geopfert, die Massaker von Pearl Harbor. Ja, diese bösen Japaner, die euch nur dabei halten, endlich mieten in den Zweiten Weltkrieg ein zugleich. Sehr ergreifend, auch für damals irakische Soldaten, die in Krankenhäusern Babys auf den Brutkästen tragen. Es war ein Fake, ne Fälschung, ein PR-Gag von euch. Doch hat das für den Eintritt in den Golfkrieg gereicht. Und da macht ihr's mir leicht mit dem 11. September. Denn an eurem Verhalten hat sich gar nichts geändert. Zwei weitere Länder legt ihr gleichsam in Eisen für den Krieg im Irak mit gefälschten Beweisen. Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Den Terror selber in die Welt gebracht? Oh yeah!
dann vielleicht selbst gemacht und hab mir dabei an das Geld gedacht. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ja, da war im Pentagon dieses 5-Meter-Loch, ihm gab sich angeblich ne Boeing verkroch. Auf die Frage, wo doch die Turbinen verblieben, war die Antwort, der Aufschlag hat sie pulverisiert. Doch wie eruiert man aus dem Pulver den gleichen? Einwandfrei Identitäten von über 100 Leichen. Warum zeigen sich keine Wrackteile auf dem Rasen? Verbirgt das FBI, was die Kameras sahen? Warum ist auf den veröffentlichten Kameraframes dann kein einziges Mal eine Boeing zu sehen? Und was ist mit dem Erdbeben der Columbia Mist? War typisch im Zusammenhang mit Sprengungen ist. Er ließ noch niemals ein Hoch aus, egal wie stark es brennt. Er zusammengefallen wie die drei World Trade Center. Der Stahl hat sich verbogen, ist das nicht stark gelogen? Warum schwebt er das Hoch aus einem freien Fall zu Boden? Ja, das Ding klappt zusammen wie ein Kartenhaus. Und nur Control Demolition räumt dahinter ja auf. Und was taucht denn eigentlich die 9-11 komischen? Tut sie was außer den Leuten hier die Augen zu wischen, hä? Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Den Terror selber in die Welt gebracht? Oh yeah. Ja, ihr hattet doch damals diesen Winkel. Oh yeah. Ist so drin, dass ihr da an dieses Ding denkt. Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Und habt ihr dabei an das Geld gedacht? Oh yeah. Habt ihr dafür die eigenen Leute getötet? Oh yeah. Weil ihr das Öl da drüben so dringend benötigt? Ca. 2050 ist das Erdöl verbraucht. Und ihr seid ja vernünftig und das merkt ihr ja auch. Ja, ihr steht auf dem Schlauch, denn ihr braucht doch so viel. Also geht ihr und saugt aus dem Boden nach Öl. Ja, man kann ihn verstehen, euren drastischen Plan. Denn am Kaspischen Meer liegt doch mehr von dem Kran. Doch man kommt da nicht ran bis zum Ozean. Ist ein Land noch im Weg, ja Afghanistan. Tausend Taliban, die mal Freunde waren. Doch weil sie böse waren, leider nicht mal heute, Mann. Es müssen Bomben fallen. Ja, man will ja gescheit sein und wird den Grundstein für die Erdölpipeline. Ihr bleibt extrem, muss man kurz mal erwähnen. Und nehmt euch doch Öl noch von Saddam Hussein. Doch spätestens jetzt muss man sehen, dass Saddam zu dem Einsturz von Trade noch am wenigsten kann. Doch so fangt ihr ihn an, den gerechten Krieg, weil er euch so die Wahrheit zum Rechten biegt. Und ihr wiegt euch in Sicherheit, bis einer fragt: Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Den Terror selber in die Welt gebracht? Oh yeah. Ja, ihr hattet doch damals diesen Winkel. Oh yeah. Ist so drin, dass ihr da an dieses Ding denkt. Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Und habt ihr dabei an das Geld gedacht? Oh yeah. Habt ihr dafür die eigenen Leute getötet? Oh yeah. Weil ihr das Öl da drüben so dringend benötigt? Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Den Terror selber in die Welt gebracht? Oh yeah. Ja, ihr hattet doch damals diesen Winkel. Oh yeah. Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Und habt ihr dabei an das Geld gedacht? Oh yeah. Habt ihr dafür die eigenen Leute getötet? Oh yeah. Weil ihr das Öl da drüben so dringend benötigt? Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Habt ihr das vielleicht, vielleicht, vielleicht?